Servus Freunde! Ich hoffe euch geht's gut. Teil 2 vom KW-Video. Teil 1 gab es letzte Woche. Also wer das noch nicht gesehen hat, gleich mal unten in die Videobeschreibung schauen oder alte Videos und so weiter. Wir sind heute bei KW-Fahrwerke, also KW-Automotive. Wir haben mein Auto hier abgestimmt auf dem Fahrwerksprüfstand mit dem neuen Vierfach. Und jetzt gucken wir uns mal die Fertigung an, gucken mal, was KW so drin zu bieten hat. Sprechen vielleicht auch noch mal drüber, was so noch alles zu KW gehört, weil das sind ganz schön viele Firmen. Die nette Dame, die ihr gleich sehen werdet, ist die Maren. Die kennt ihr ja schon aus dem letzten Video. Und wenn ihr das, wie gesagt, nicht gesehen hattet, dann auf jeden Fall anschalten. Wir gehen jetzt mal rein. Auf jeden Fall abonnieren und bis gleich. So, wir gehen jetzt gerade durch die Kantine rein. Es ist hier alles extrem auf dieses gelb-lila Designelement ausgelegt. Also es ist wirklich, vielleicht seht ihr das auch im Lager. Wir sind ja schon einmal ganz schnell huschisch durchgelaufen letztes Mal. Und im Lager ist ja wirklich Regale, gelb-lila. Hier die Kaffeemaschine, guck mal, die leuchtet einfach lila. Lila. Hier natürlich auch KW-Logo drin. Also optisch ist das schon alles sehr schön gemacht hier, ne? Gefühlt auch so, das Arbeitsklima ist gut, ne? Wenn was man so mitgekriegt hat, ne? Krass, hätte ich. Also meist so in großen Firmen ist es dann immer so, schwierig manchmal, aber hier bis jetzt. Ja, und hier sehen wir die ersten Designelemente lila, gelb, die sich durch dieses ganze Unternehmen durchziehen werden. Wenn man jetzt so ein Fahrwerk haben möchte, wie macht man das denn? Weil gerade so ein Competition kannst du jetzt ja nicht eBay-Klick kaufen. Ja. Richtig? Also es ist ja immer eine Sonder, in Anführungsstrichen, Anfertigung, ne? Genau, ja. Also vom Ablauf her ist es so, kaufen kann man das bei allen KW-Partnern bzw. Händlern oder auch bei uns direkt. Man kann bei euch direkt kaufen? Kann man auch bei uns direkt kaufen, ja. Okay. Es ist jetzt noch nichts, was im Online-Shop ist, das kommt aber noch, weil wir haben gerade so M3 36 oder auch M3 92, wo wir im V3-Racing-Bereich, Nordschleife beispielsweise, schon immer dasselbe Setup haben. Da sind wir gerade bei, dass wir die in den Online-Shop jetzt bringen, dass man die auch dort einfach bestellen kann. Dass man einfach klickt, Competition, genau, bestellen. Genau, wie so eine V3 normal im Prinzip. Bei allen anderen ist es so, einfach bei uns anrufen, E-Mail schreiben, dann kommt ein Fragebogen zurück, wo man einfach Infos angibt, was fährt man mit dem Auto, welche Bereifung. Mhm. Bei so exotischen Sachen auch Dämpferlängen oder wenn man irgendwie ein eigenes Bodykit dran hat oder so, dann muss man ein bisschen mehr ausmessen auch. Und dann bauen wir das anhand der Daten. Generell ist jetzt ja immer das Thema Zweifach, Dreifach, Vierfach. Wie macht man das? Weißt du, ich wäre jetzt ja selber an dem Punkt, ja, was brauche ich überhaupt? Woher weiß ich denn überhaupt, was ich brauche? Also klar ist jetzt immer das Teuerste wahrscheinlich auch das Beste, aber vielleicht brauche ich ja gar nicht das Teuerste. Also was sagst du, wie macht ihr das abhängig? Ja. Also wenn so ein Kunde kommt und sagt, boah, könnt ihr mich mal beraten? Ja, es ist schon schwierig. Also klar, zum einen kannst du viel schon über das Budget ausgrenzen. Das kommt dann natürlich auch dazu. Aber dann ist wirklich der Faktor, wie oft fährt man, wie ernsthaft möchte man fahren. Also es ist wirklich nur so, ich fahre 2-3 Trackdays im Jahr. Aber wann macht denn dann beispielsweise ein Competition zweifach Sinn? Weil wenn du nur 2-3 Trackdays im Jahr fährst, dann holst du dir ja eigentlich kein Competition, dann reicht ja auch ein Clubsport. Dann ist die Frage, wie weit ist dein Auto umgebaut? Also sobald man halt wirklich den Leermacht, einen Käfig drin hat, passt diese Clubsportabstimmung ja schon nicht mehr, weil die wirklich auf Straßenauto mit Straßengewicht... Du meinst von der Ventiltechnik und allem? Von den Federraten, auch von der Dämpfung. Federraten. Ja, dann passt die Dämpferkennung ja auch. Genau, die kommen ja auch mit rein, die passt dann nämlich auch mit. Okay, das spielt da also auch noch eine Rolle. Das spielt da auch mit rein, ja. Also sobald man dann, also in dem Bereich kann man echt da unterscheiden, wie weit ist das Auto umgebaut. Mhm. Wie gesagt, sobald Innenausstattung raus ist, ein Käfig drin ist, bist du schon im Racing-Bereich bei den Fahrwerken. Machst du denn auch so Beratung? Ja, also wenn Leute wirklich fragen, was brauche ich oder? Ja, doch, ganz viel. Also wir haben, also der Team Heinemann und ich, wir machen das in dem Bereich. Wir sind ganz normal über eine Hotline erreichbar jederzeit und das machen wir dann auch direkt. Ich stelle mich auch schon vor, wie du da sitzt in deinem Headset und ja, dann klar, alles. Machen Funkkaffee, gut. ja, schön. Dann wissen wir da ja schon mal auch ein bisschen mehr. Ansonsten, Einbau macht ihr nicht oder macht ihr doch? Wenn das einer bei euch kommt, weil wir haben ja unten gesehen, da sind ja ganz viele Hebel. Genau, das sind alles Entwicklungsautos. Da können wir gleich auch nochmal lang laufen. Ja, genau, das sind alles Entwicklungsautos, weil die Entwicklung, die läuft dann rein hier in Fichtenberg. Also der erste Anbauversuch, die Datenaufnahme im Serienzustand. Das machen wir. Klar, wenn man jetzt einen Kunde hat, der sagt, ich komme aus Schwäbisch Hall, könnt ihr mir das nicht einbauen, macht man das schon auch. Sag das jetzt nicht. Aber im Regelfall ist es eine reine Entwicklungswerkstatt und wir machen nur wenig Kundenautos bei uns. Wie ist das denn generell, also mit Autos? Ich meine, ihr habt hier hunderte verschiedene Autofahrwerke wahrscheinlich. Habt ihr die alle schon ausgefahren? Hattet ihr die alle auf dem Pulsar? Oder habt ihr vielleicht auch manche, wo ihr sagt, das müsste so von den Werten her passen und wir bauen dir das?
Oder sagt ihr dann immer so, jetzt wie bei meinem Auto, nee, dann komm hier hin und dann musst du auf den Pulsar, damit wir wirklich wissen, ob es ungefähr passt. Kommt aufs Fahrwerk an. Also wenn wir eine Serienentwicklung machen mit TÜV-Teile-Gutachten, dann ist das so, dass das alles hier bei uns rausgefahren wird. Mhm. Dann ist auch in der Regel immer mindestens ein Auto auf dem Pulsar. Klar, wenn man jetzt V1, V2, V3 ist, nicht jedes Auto auf dem Pulsar, sondern du hast mal eins auf dem Pulsar, einfach damit du halt diese objektiven Daten hast, die du auswerten kannst. Okay. Auf das angewiesen bist, was jetzt der eine oder der andere Ingenieur denkt bei der Abstimmung. Im Rennsportbereich ist es wieder ein bisschen anders, zumindest im Moment noch. Da ist dann wirklich anhand der Erfahrungswerte, die wir haben aus dem Clubsportbereich oder aus dem V3-Bereich und anhand von diesem Fragebogen, den wir kriegen, wo wir dann eben sehen, was wurde am Auto verändert, legt man das Ganze bei uns aus. Ja. Dann ist es natürlich auch so, dass der Kunde mehr einstellen muss, wenn das Fahrwerk dann bei ihm ist. Es ist nicht so, dass wir da auch direkt das perfekte Setup mitliefern oder sagen, klick das und das. Dann das muss er schon rausfahren. Das muss er rausfahren, beziehungsweise eben zu einem KW-Partner gehen. Generell, du hast gerade TÜV gesagt. Wie ist überhaupt mit TÜV? Also ist ja auch immer schwieriger werdendes Thema in Deutschland. Ja. Welche Fahrwerke haben TÜV? Welche Fahrwerke sind eintragbar? Ich meine, am Ende spielt es jetzt ja nicht eine Riesenrolle, ob das jetzt ein Vierfach-Competition ist oder ein Dreifach-Clubsport, oder? Also so vom... Was ist da überhaupt der TÜV-relevante Faktor? Also macht ihr TÜV überhaupt darauf, auf die Clubsport- und Competition-Fahrwerke? Oder sagt ihr generell? Ja. Nee, Clubsport hat ein TÜV-Teile-Gutachten. Ja. Rennsport nicht. Aber dieses Clubsport-Gutachten, das erleichtert da halt auch wieder vieles. Da sind die Uniball-Domlager drin. Mhm. In aller Regel ist es jetzt nicht so, dass wir von den Längen her großartig abweichen. Nee, deswegen, das meine ich halt. Genau, denn eben das, was dem TÜV-Prüfer wiederum hilft, dass es eine Anwendung gibt von KW, die ein TÜV-Gutachten hat. Mhm. Und anhand von dem kann man sich dann orientieren. Ja, normal, Competition-Fahrwerke sind ja auch ganz normal eintragbar. Per Einzelabnahme. Einzelabnahme halt da. Also klar, immer im Ermessen des TÜV-Prüfers, aber wir können da schon ein bisschen was an Dokumentation zur Verfügung stellen, um das zu erleichtern. Ist es nicht so, dass der Dämpfer gar nicht geprüft sein muss? Oder wenn er den Serienlängen entspricht. Genau. Aber unsere entsprechen nicht den Serienlängen. Ah, okay. Aber am Prinzip braucht er nur die Feder eigentlich ein Gutachten. Also du brauchst halt so eine Tragfähigkeit. Ja. Genau, das kann man ausstellen hier bei uns. Ihr baut jedes Fahrwerk nach Auftrag, richtig? Mhm. Also hier ist kein, wir werden hier kein Lager finden, wo fertige Fahrwerke sind, die wir rausnehmen können, ne? Oder? So, man hat so ein paar Mostseller, wo man eben weiß, so und so viel verkauft man im Jahr. Mhm. Aber so V1, V2, V3 Clubsport, jetzt in dem Rennsportbereich ist nichts am Lager. Da wird wirklich immer auftragsbezogen gefertigt. Aber auch in der Serie ist das jetzt nicht die Regel, dass wir massig Fahrwerke am Lager haben. Wie ist denn das generell mit Lieferzeiten? Ja, gerade großes Thema. Also eigentlich ist es so, du bestellst das Fahrwerk, es wird dann auftragsbezogen gefertigt, geht dann eine Woche später in den Versand, wenn wir jetzt von was reden, was an der Linie drüben gebaut wird, also was ich im Online-Shop bestellen kann. Im Rennsport haben wir immer Minimum 4 Wochen, gerade sind wir sogar bei 12, was aber normal ist um die Zeit. Ja, okay. Was jetzt aber auch der Teileverfügbarkeit geschuldet ist. Also wir könnten schon schneller sein. Alle da hinten böse Blicke. Ja. Also wir könnten jetzt schon schneller sein, wenn wir mehr Teile hätten. Also man hat hier wirklich enorm viel rumliegen in den Regalen, halt fertige Fahrwerke. Ja, das sind alles quasi fertige Fahrwerke. Das sind alles bestellte Fahrwerke, wo einfach irgendwas Kleines jetzt noch fehlt, weshalb was nicht ausliefern kann. Ja, letzte Frage an diesem Punkt, Preis. Ich finde das beim Competition, es wird nirgendwo so richtig kommuniziert. Ja. Erstmal, warum nicht? Weil du hast ja schon gesagt, grundsätzlich sind die ja schon alle sehr ähnlich. Das heißt, der Preis unterscheidet sich ja wahrscheinlich auch nicht riesig. Kannst du mal so grob sagen, zweifach kostet von bis, dreifach, vierfach? Also, nee, also so ein Zweifach. Also wir können ja mal bei einem BMW bleiben. Genau, ne? Also so wie es jetzt hier liegt mit das dem Das ist ein normales Zweifach. Das ist jetzt ein normales Competition Zweifach. Competition Zweifach. Genau. Fahrwerk ohne Domlager würde kosten 2737 Euro. Und dann kann man eben beim Rennsport Netto. Die Domlager, nee, brutto. Dann aber plus die Domlager. Also Domlager kannst du im Schnitt nochmal so 800 Euro für das Set vorne und hinten komplett draufrechnen. Okay, also ungefähr 3,5. Genau. Hast ein Zweifach in deinem M2 oder M4 oder was auch immer für ein Auto du hast. So, das ist aber gleich schon mal ein Vierfach. Das ist Dreifach beides Vierfach, haben wir sogar ja. übersprungen. Wir haben ein EXR da hinten, ein V4 Racing da hinten. Krass, Unterschied ist schon mal die Kolbenstange, ne? Das ist schon mal gigantisch, was für ein Durchmesser. Genau, also wir haben hier eine 22er. Das ist ja genau genommen das Dämpfergehäuse. Die Kolbenstange ist unten im Gehäuse und die ist sogar nochmal deutlich dünner wie diese hier. Ja. Aber wir haben halt hier ein 40er Patronenrohr. Ja. Warum hat der das hier dran und dieser nicht?
brauchen wir einfach aufgrund der Ventiltechnik, ja, weil die Baugruppe eben. Das ist einfach nur ein Reservoir quasi. Genau, einfach nur, da ist Öl drin und. Und die Ventiltechnik und dadurch, okay, dass du eben nochmal eine größere Ölmenge verdrängst, hast du auch bei dem System höhere Dämpferkräfte, wie du bei einem Zweifach jetzt generieren könntest. Das fängt ab wo an preislich? Das fängt bei 6.500 an. Also der Preisschritt ist dann schon krass, von Zweifach auf Dreifach. Genau. Wie würdest du das vom Fahrerischen her sehen? Also ist das auch ein gigantischer Sprung oder? Ja, oder ja, doch. Ja. Also das Zweifach reicht schon für einen Großteil unserer Kunden aus. Im Track-Day-Bereich jetzt, im professionellen Rennsport. Ich bin jetzt auch lange mit dem Zweifach gefahren und es war halt auch super gefahren. Genau, aber du hast halt schon wahrscheinlich auch gemerkt, dass war am Limit Auto, jetzt. Genau, es war am Limit. Du konntest dein Auto wahrscheinlich relativ einfach ans Limit bringen. Ja, genau. Das wird mit dem Dreifach dann schon deutlich schwerer. Okay, gut. Nach dem Dreifach kommt dann der Step, der preislich auch nochmal extrem ist. Das stimmt. Das ist dann das Vierfach, das was ich jetzt quasi drin habe. Genau. Kolbenstangendurchmesser ist gleich. So ist auch ein 40er Carbon, genau. Und ansonsten haben wir nur eine Verstellung mehr, eine Verstellmöglichkeit oder was ist wirklich noch anders? Weil du hast das ist jetzt ein Verdrängerdämpfer, also es ist nochmal ein ganz anderes Dämpfungssystem. Bei dem Verdrängerdämpfer ist es so, dass du einen geschlossenen Kolben hast, bei den anderen Systemen ist der gebohrt. Ja. Dadurch hast du eben ein sehr direktes und schnelles Ansprechverhalten. Also ist es nicht nur die eine Verstellung mehr, sondern in Wirklichkeit ist es dann... ein ganz anderes System. Jetzt musst du aber doch nochmal, auch wenn es dir vielleicht schwerfällt, was zum Preis sagen. Ja, also man muss sagen, alle Preise, die ich jetzt gesagt habe, beziehen sich immer jetzt auf einen BMW, wo du eine McPherson-Vorderachse klar, hast. Klar, also jetzt auf einen M2, das, M3, M4. Genau, bezogen. Was halt bei dem V5 Racing sehr, sehr viel teurer ist, wie wenn ich jetzt ein Auto habe, wo einfach Auge-Auge-Dämpfer hat. Also so ein System, wie du es jetzt verbaut hast und da an der Hand hältst, kostet fürs komplette Auto schon 13.000 Euro. Okay, 13.000 Euro. Das ist dann für Kunden, wem würdest du das empfehlen? Also wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, hier, wem empfiehlst du so ein Fahrwerk? Das ist wirklich schwierig. Also im Motorsportbereich ist das relativ einfach beantwortet. Ja gut, okay, da spielt auch Geld oft gar nicht so eine Rolle. Genau, ne? Also das ist ja noch was anderes, wenn du da privat ein bisschen dein Geld verbrennst, als wenn du das irgendwie dann im Motorsport machst. Im Trackday-Bereich, da kommt es immer auf die Plattform an. Jetzt gerade im Porsche oder so ist es mittlerweile ja relativ gängig, dass man gut, auch da sind wir ja wieder bei dem Punkt Motorsport. Sind wir in einem anderen Jahr. Da hast du es preislich dann wieder, ne? Aber ich kenne tatsächlich mehrere Leute, die jetzt so ein Fahrwerk fahren. Und ich bin auf die Meinung gespannt, was sie sagen, weil die haben es alle ja noch nicht auf der Straße oder nicht auf der Strecke gefahren. Kommen nur so High-End umgebaute Autos zu dir, die das fahren oder auch? Gar nicht. Also das geht von bis, wir haben vom M3 E36 bis Golf echt? 5 haben wir so. Ja. Alles? Alles. Also haben wir wirklich alles schon verkauft. M3 E46 auch, M2, M3, M4, aktuelle Baureihe auch einiges. Jetzt machen wir es gerade für den G80, da wollen wir es jetzt auch anbauen im Auto. Also das ist schon sehr BMW-lastig auf jeden Fall in dem Bereich. Ja. Aber man kann jetzt eigentlich nicht wirklich sagen, warum kaufen die Leute das jetzt speziell das und das ist der Grund. Also man muss es halt auch einfach wollen. Thema Nordschleife, was sagst du da zum Fahrwerk? Ist schon anspruchsvolle Strecke für ein Fahrwerk, sag ich mal. Ne? Ja, also wenn du jetzt sagst, du fährst nur Oschersleben, dann würde deine Antwort anders aussehen, als wenn du einen hast, der sagt, er fährt nur Nordschleife, oder ist es dann nicht, spielt nicht so die Rolle? Du darfst gerne. Ja, komm ins Bild! Thomas, also. Aber du musst kurz sagen, was du machst, weil Maren kennen sie jetzt alle, aber dich kennen sie alle nicht. Genau, ja. Also ich leite einen Rennsport bei KW seit 4 Jahren und Vierfachdämpfer ist in der Tat so, dass das Auto überall kompromissfreier macht. Mhm. Also auch eigentlich völlig egal, weil du fährst mal mit 20% weniger Federrate rum und das bringt dir überall Grip. Wenn das Wellenlevel ansteigt, dann natürlich noch mehr. Ja. Wie viel denkst du, ist das 5-fach nochmal besser? Das liegt ja hier. Ah ja. Also wie viel sagst du jetzt nochmal wirklich? Also der Schritt vom 2-fach auf ein 3-fach soll ja schon sehr groß sein. Das sagen ja alle, die das so gefahren haben. Das ist ja schon mal sehr groß. Ja. Vom 3-fach auf 4-fach wissen viele nicht, weil sie es natürlich noch nicht gefahren haben. Aber wie ist dann der Schritt letztendlich wirklich nochmal? Vierfach ist ja dann schon mal, so wie wir es gerade rausgehört haben, High-End. Was ist dann hier jetzt? Ist das das Ende, sag ich mal, oder kommt danach noch was? Irgendwann nee, danach kommt, glaube ich, noch mehr. Also, ja. Nee, also du hast beim fünften Versteller einfach das Thema, dass du Curb-Überfahrt nochmal richtig selektiv verstellen kannst, dass das Rad wirklich weggeht, dass du über den Curb einfach besser drüber kommst. Aber da musst du in der Abstimmung absolut genau wissen, was du tust, weil der Blow-Off
kann dir auch wirklich Plattform kosten. Also der lässt quasi schlagartig allen das, Druck ab. Das ganze Öl durch und dann geht's Rad auch weg. Und das ist dann auch mitten am, im Bumpstop? Nee, im Bumpstop ist das nicht, aber du machst auf jeden Fall mehr Weg. Okay, ja. Ja? Also du könntest theoretisch gegen so eine Kante fahren. Rad geht hoch. Rad geht hoch. Genau. Aber das Problem ist, immer dann, wenn du Plattform brauchst, wenn das Auto abgestützt sein soll und der kommt ins Spiel, ist die Plattform weg, dann guckst du Richtung Himmel. Mhm. Und das ist halt das Problem, dass du genau so einzustellen musst, halt genau wissen, was du tust. Da ist ja. Die Einstellung dann schon so ein Thema. Genau. Und wir sind eigentlich noch dabei, dieses Ventil hierhin zu duplizieren, dass du das in im Zug auch machen kannst. Woher holt denn die Zugstufe? Das muss ja irgendwo wieder herkommen. Also das muss ja dann nach unten irgendwo. Wie kriegt der seine Kraft? Wieder. Genau. Also im Grunde ist ja so, die Zugstufe ist ja so gesehen nur dafür da, die Geschwindigkeit, die Energie von der vorgespannten Feder wieder rauszuarbeiten. Genau. Dass der nicht zu schnell rauskommt. Wenn du aber irgendwo in der Luft bist, vom Korb runter, und dein Zug ist zu hart eingestellt und der Dämpfer steht hier, und du krachst dann wieder auf die Erde, dann bist du vielleicht wirklich mal im Bumpstop und landest zu hart. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen eigentlich das Blow-Off-Ventil auch für einen Zug haben, dass du ab einer gewissen Geschwindigkeit aufmachst und der schnell wieder rauskommt. Damit du eben beim Landen vom Curb wieder gescheit Kolbenstangenweg machen kannst. Das wäre dann sechsfach. Genau. Und dann müsste doch aber irgendwo ein externer Behälter sein, der dann Druck wieder ins Fahrwerk reindrückt, oder nicht? Nee, das macht der, das kriegt das, der auch so hin. So. Ja. Gibt es denn da schon designmäßig was? Ja, wir sind gerade dabei, einen Aufschraubboden zu designen. Ich weiß aber noch gar nicht, für welches Fahrzeug. Also wir haben in der Entwicklung, aber das ist schon... Genau, wir haben in der Entwicklung nur gesagt, du, wir wollen mal gucken, wie groß wird dann so ein Aufschraubboden, bringen wir den in ein Radhaus noch unter und was sind ja, die Optionen? Ja, ist ja auch alles Größe. Ne? Ich meine, das war bei mir jetzt ja schon Thema, ja. Oben ja. Mit den Ventilen. Kann denn danach noch was kommen nach dem Sechsfach? Also gibt es da nochmal eine Unterteilung? Könntest du überhaupt noch irgendwas vorstellen? Ja klar, weil du hast ja 1, 2, 3, 4, 5 Punkte, die auf der Kennung abknicken können oder wo die Dämpfung die Richtung wechseln kann. Mhm. Da können ja auch noch mehr Punkte kommen. Also am Motor, wenn du einen Turbomotor hast, hast du ja zig Parameter, die du im Steuergerät verstellen kannst. Warum sollte das bei der Dämpfung nicht auch so sein? Das Einzige, was, also wo ich glaube, wo der nächste Schritt liegt, ist irgendwie bei der Feder. Dass du von der Stahlfeder weggehst und wirklich wie beim Mountainbike beispielsweise sagst, du hast hier noch ein Reservoir oben drauf und fährst nur noch über Luft. Also ich glaube, das... Also Gasdruckdämpfer. Genau. Ist ja auch nochmal gewichtstechnisch und ungefederte massenmäßig. Ja, und Federprogression. Ich glaube, da könnte was liegen. Wenn ich es jetzt da so liegt was in der Luft. Genau. So, jetzt an dich. Was kostet das? Das ist ja aber dann das auch... Ist sehr schwierig. Das verkaufen wir so nicht an Endkunden, sondern da gibt es ja wirklich nur Industrieprojekte. Achso, das gibt es noch gar nicht. Für also aber es gibt einen Endkunden... Ich kann doch jetzt es sagen... Es gibt einen Endkundenpreis, ja. Der ist jetzt aber eben gerade wegen der Thematik. Ich habe keinen McFirst bei dir, sondern es ist ein Auge-Auge-Dämpfer. Deshalb ist halt dieser Preis jetzt gar nicht so viel höher wie vom normalen Vierfach, weil ich einfach dieses McPherson-Federbein nicht habe. Ah, okay. Also der Nettopreis ist da, wo ist der bei 2,3 glaube ich, pro Dämpfer. Naja, also vier Dämpfer so sind 10.920. Genau. Also plus dann jeden Umbau auf. Nee, da hast du ja nur Auge-Auge. Genau, du hast ja nur Auge-Auge-Dämpfer. Ja, als McPherson wäre er teurer. Genau, deshalb. Also er ist jetzt. Hört sich günstiger an, ist aber nicht so. Wir haben einfach noch keine McPherson-Anwendung. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, oder wenn Tom sagt, Geld spielt keine Rolle, ich möchte dieses Fünffach in meinem M3 haben, dann ginge... Ja. Also da werden wir im Laufe des nächsten halben Jahres einen Schritt machen. Generell geht es immer weiter. Aber ist denn irgendwo mal... Wo ist jetzt, das ja, Ende? Nee, nicht das Ende, aber irgendwo muss ja auch preislich irgendwo, entweder die anderen Fahrwerke werden dann wirklich günstiger, dass man runterkommt, weil es kann ja nicht sein, dass irgendwann ein Fahrwerk 40.000 Euro kostet. Ja, ja und nein. Aber die Abstufung muss ja sein, sonst kostet ja ein Dreifach dann irgendwie nur ja. 200 Euro mehr wie ein Zweifach ja. und das ja. nächste nur 300 ja. Euro mehr. Also wenn jetzt gerade die Preise fürs Rohmaterial nicht so eklatant steigen mhm. würden, hätten wir die Situation eigentlich jetzt schon. Dass wir sagen, okay, wir bauen mehr und mehr Stückzahl, wir downgraden die ganze Preisstruktur. Das wäre eigentlich jetzt schon der Fall. Mhm. Ist aber nicht der Fall, weil einfach die Rohmaterialpreise abhauen. Man kriegt nichts, ne? Genau. Mhm.
Aber beim Raiga ist das so. Beim Raiga kannst du für dein Rallye-Auto ein 30.000, 40.000 Euro Fahrwerk bestellen. Klar, ja. Auch für ein Jahres. Also normaler Jahres mit dem Käfig, so auf Rallye aufgebaut, da kostet das Fahrwerk halt so viel, weil da ist die ganze Funktionalität drin, da ist das Ding noch viel größer. Der Raiga hat Verstellmechanismen, die reagieren auf Querbeschleunigung. Also da macht auf Querbeschleunigung ein Ventil auf und zu. Und so. Also ja. Okay, noch so viel zum Thema bei sechsfacher Zauber. Ja, also genau. Ja. Cool. Maren, wie lange dauert es, ein Fahrwerk zu bauen, wenn jetzt einer was will? Also wenn das jetzt hier so liegt, so wie lange brauchen die Mitarbeiter, so ein Fahrwerk zusammenzubauen? Das kommt immer nochmal auf die Technologie an. So ein V3 Racing geht jetzt schneller wie so ein Fahrwerk, aber in aller Regel. Ein Tag? Oder schaffen sie es nicht am Tag? Doch. Doch, ein Tag, wenn alle Teile da sind. Ja gut, klar. Genau, wenn alle Teile da sind, dauert es einen Tag. Und dann geht die meiste Zeit nochmal dafür drauf, das Setting zu suchen. Was heißt das Setting suchen? Ja, die Kennlinie, die du dir jetzt bestellt hast. Mhm. Ah, okay. Also wenn es eine Kennlinienvorgabe gibt, da genau drin zu suchen, zu sagen, okay, das stelle ich so und so ein. Gebaut ist es relativ flott. Und sonst kommt jeder Dämpfer auf den Prüfstand auf? Ja, oder? Also auf den Dämpferprüfstand, ja. Der wird hier nochmal gemessen. Also wir haben hier zwei Stück stehen. Ja, da werden es dann nochmal eine Messung am Ende. Ja. Wo man dann halt auch schaut, dass natürlich alle zueinander passen, dass die im Toleranzfeld sind. Wie viele Leute bauen hier Fahrwerke? Wir sind 16 oder 18 Leute zum Rennsport. Ja, aber reine Mechaniker sind wir im Prinzip so viele, wie es hier Werkmenge gibt, also 8 Stück. Aber sucht ihr denn noch Mechaniker? Ja, aktuell einen. Einen. Nee, weil tatsächlich ist es weil so... Weil euch das Material sowieso hemmt, viel zu produzieren, oder weil ihr sagt, nee, wir wollen nicht schneller produzieren? Weil die Nachfrage ist ja anscheinend nein, da, der, wenn die Lieferzeit so lang ist. Der Anschlag ist im Moment das Material, okay. Nicht die Leute. Auch die Leute. Auch die Leute, aber auch das Material, ja. Nee, eigentlich das Material und der Prozess, das so anzulegen, ins Warenwirtschaftssystem zu bringen, Zeichnungen zu erstellen, dass die Dämpfermontage, die große Montage, alle Straßenfahrwerke baut, dass die das mitmachen. Was wird von so einem Fahrwerk hier gemacht? Wie meinst du, was? Gefräst, gedreht? Hier am Standort wird auf jeden Fall die Kolbenstange endbearbeitet, das Gehäuse gemacht, das Auge gemacht, das obere Auge gemacht. Wenn Ausgleichsbehälter hier oben, genau, die Shims beziehen wir, glaube ich, von extern und Ventilteile, diese kleinen, hochpräzisen Ventilteile, das machen wir nicht hier. Ja, und Federn logischerweise auch nicht. Genau, ist aber die Ventilteile, ist geplant, das mit hier dann auch machen zu können. Okay, danke sehr. Gut, gucken wir mal weiter. Weißt du eigentlich aus dem Kopf, welche Rennautos alle KW-Fahrwerk gefahren sind? Also wir haben jetzt Porsche 991 GT3 R ist KW verbaut, im Folgemodell auch. Im BMW M4 GT3 ist es jetzt verbaut, im M4 GT4 kommt es mit neuen Modell. Dann haben wir in den Porsche GT4s, also in den Caymans, ist es in allen Generationen verbaut, wird auch im neuen wieder ab Werk KW sein. Im Grello ist natürlich ist es und auch im verbaut. Ist es im Rowe M6 auch verbaut? Da ist es auch verbaut, ja. Also das war so der Start für den M4 GT3. Wir haben an den Autos dann angefangen, das Fahrwerk für den M4 zu entwickeln. Ah, okay. Alles klar. Genau. Jetzt? In der VLN oder NLS statten wir die Hälfte auf jeden Fall aus. Ja. Teilweise die Hälfte. Sogar noch mehr. Also die Hälfte des Starterfelds fährt da auf KW. Okay. Wo sind wir hier? Also das ist eben diese Serienfertigung, die der Thomas angesprochen hat. Hier wird V1, V2, V3, Clubsport, aber auch ST beispielsweise gebaut. Also wirklich die werden alle hier gebaut alles, auch? Alles, was das Haus verlässt, was kein Rennsport ist, wird hier gebaut, ja. Okay. Hier werden die Federbeine dann quasi entmontiert und gehen dann anschließend eben in den Versand rüber. Das Ganze dann eben ja, verbunden durch eine Fördertechnik, die durch die ganze Unternehmung läuft. Ja, jetzt gucken wir gleich mal unten das Hochregallager. Genau. Was ist denn das hier? Das G-Klasse? Nee, das ist G-Klasse, ne? Das, ja. Das ist ein G-Klasse-Fahrwerk, das ist krass. Das kann ich ehrlich gesagt. Und das ist vom Panzer, oder? Auch der Glanzgerade, also auch in der Serie ist es so, dass jeder Dämpfer gemessen ist, bevor er das Haus verlässt. Was hat er gemacht da gerade? Jeder Dämpfer wird, was wird gemessen? Einfach. Generell die Kennlinie. Genau, also es wird im Prinzip die Dämpferkennlinie hier aufgenommen
Wenn jetzt hier bei der Fertigung was passiert sein sollte, was nicht hätte sein dürfen, merkt man es hier natürlich auch. Also ist auch eine Art Qualitätssicherung. Also ihr habt eigentlich keine Fahrwerke, die rausgehen, wo der Kunde sagt, ey, mein Fahrwerk ist kaputt. Das kann es eigentlich nicht geben. Nee. Also wenn irgendwas wäre, wie gesagt, wir würden es hier merken. Ja. Ah, okay. Ja, gut. Weißt du aus dem Kopf, wie viele Ersatzteile ihr habt hier? Nee, ne? Aus dem Kopf nicht. Nee. Also ich weiß, dass es die Zahlen gibt. Ja, klar. Das sind die ja alles für Rennsportfahrwerke, sagt? Das hier sind wirklich reine Rennsportteile. Also hier unten gerade Bankstops, Hacker, was man halt so braucht. Ja. Mein Lager. Wo sind denn die Lager? Die sind bei uns drüben. Und hier ist noch sehr viel frei eigentlich so, ne? Sollt genau, ihr... also das wird hier noch vergrößert. Da hinten ist schon ein Teil der OE-Linie, nennen es hier. Also hier wird Porsche Cayman gebaut, 991 gebaut. BMW M4 GT3 wurde da gebaut. Ja. Und diese Linie wird jetzt hier gerade noch vergrößert. Also auch der Rennsport wird dann ein bisschen größer. Nochmal vergrößert. Platz ist immer direkt ein Thema. Ja, Platz ist, aber du hast ja auch neu angebaut und trotzdem ist Platz dann ja ein Thema. Ja, also Platz, Thema hört ja nie auf. Die nächsten Hallen sind schon in Planung. Aber hier auch bei euch in. Genau, hier, ja. Also dann auf der anderen Straßenseite wieder. Aber da kommt noch was, noch ein Gebäude hin, mindestens eins. Mindestens ein Gebäude noch. Ja. Hier gehen wir jetzt quasi durch den Wareneingang. Wie viele Fahrwerke verschickt ihr am Tag? Circa 400, teilweise 500. Das kommt dann natürlich immer auch aufs System an, das wir bauen. Bei der V1 lässt sich sehr viel schneller bauen als ein Sport. Ja, okay, klar. Aber so. Aber 500 Fahrwerke, 6 Tage die Woche? Fünf Tage die Woche. Okay, krass. Was ist da jetzt drin? Da sind fertige Fahrwerke? Nee, da sind wirklich zum Beispiel Zwischenringe, Verstellfederteller. Also du kannst quasi in jedem Bereich der Firma kannst du sagen, ich brauche das Ersatzteil und der bringt dir das. Genau, ja, das geht auch relativ schnell, ja. Also wie lange braucht das, wenn du es anforderst, bis es da ist? Also wenn es sein muss und wirklich, also gerade so Thema Kunde ist am Prüfstand, Feder ist im AKL. Ach, kannst du dann Priorität machen? Genau, kann man machen. Also dann hast du es innerhalb von 10 Minuten, wenn es klemmt. Ansonsten ist es schon so, dass alles taggleich kommissioniert wird. Wie war das mit dem lila-gelb? Wie kam der da drauf? Also nicht also, ihr jetzt, nicht du, aber... Ursprünglich war die Idee, ein Rot-Gelb zu machen. Ja. Dieses Rot kam dann aber beim Eloxieren eher lila raus. Und dann wurde festgestellt, sieht gar nicht so kacke genau, aus. Genau, sieht gar nicht so gut aus, hat einen Wiedererkennungswert und jetzt, wie man sieht, hat sich die Farbe durchgesetzt. Die Farbe hat sich definitiv durchgesetzt, ja. Jetzt wird es ein bisschen lauter. Das ist der Dauerlaufprüfstand bei uns im Haus. Wir haben da jetzt aktuell den Dämpfer drauf von dem Porsche 991 GT2 RS der 25 Jahre Manta Edition. Sieht man hier ganz schön in Aktion. Da wird eben einfach nochmal, da ist einfach auch ein Qualitätsmerkmal. So wird wirklich sichergestellt, alles hält, alles ist geprüft. Wie lange läuft der dann? 97. Wie viele? 97. 97 Stunden. Ey, hier drin brauchen wir gar nicht so viel reden, das ist viel zu laut. Ja, sehr laut. Und halt. Genau. So. Danke, Robin. Was sagst du eigentlich generell, wie lange hält so ein Fahrwerk? Kann man so ein Fahrwerk immer wieder fertig machen oder sagst du, irgendwann ist auch mal Feierabend, das Ding brauchst du nicht mehr machen? Also bei den Serienfahrwerken sagt man immer, bis zu 5 Jahren kann man es revidieren. Also es hält natürlich länger, ja. Aber da begrenzt man ein bisschen den Zeitraum, wie lange man es revidieren kann, weil sich dort immer wieder technische Änderungen ergeben. Was wäre dann? Genau. Im Rennsport ist das nicht so. Da kann man das Fahrwerk, also wir haben hier Fahrwerke, das was ihr vorhin kurz in der Hand hattet, das ist alte Pfeifer, das ist 15 bis 20 Jahre alt. Könnt ihr auch Variante 1, 2, 3 revidieren? Genau, welche sind habe ich schon mal gehört, dass das bei denen nicht geht, oder? Doch, also bis zu 5 Jahre kann man, also das Fahrwerk darf nicht älter wie 5 Jahre. Klar, immer plus, minus. Mhm. Aber das kann man über diese Fertigungsnummer auf dem Dämpfer zurückverfolgen, was da genau damals verbaut wurde. Okay. Und dann kann man entscheiden, geht das noch oder ist der Stand einfach schon ersetzt worden. Ah. Was ist denn jetzt, wenn ich jetzt ein Fahrwerk von einem anderen Hersteller habe und es gibt diesen Hersteller gar nicht mehr? Pech. Hast du Pech? Dann könnt ihr das nicht anschauen zum Beispiel. Nee. Also du hast da wirklich ganz, ganz spezielle Werkzeuge. Wollte ich gerade sagen, auch die ganzen Ersatzteile und alles. Ja, das kann ja sein, dass man dann sagt, keine Ahnung. Wir können aber anhand dieses Dämpfers, den es nicht mehr gibt, einen KW-Dämpfer bauen. Das ist auch nicht schlecht. Zack, neuen Dämpfer verkaufen. Genau. Ja, sehr gut. Unten ist noch Kundenwerkstatt. Da können wir nicht gucken, weil Kundenautos und die wollen vielleicht nicht, dass wir die sehen. Also, ihr die seht. Ja, ansonsten haben wir einmal alles so grob durchgeguckt, genau. Oder? Ich würde sagen, das war jetzt wahrscheinlich auch lange genug. Maren, vielen, vielen Dank.
Ja, gerne. Hab mich gefreut, dass ihr da wart. Bin gespannt den ganzen auf Feedback. Ja, das wird gut. Das kann nur gut werden. Ja, denke ich auch. In dem Sinne, wie gesagt, wenn ihr bei KW anruft und ein Rennsportfahrwerk braucht, dann werdet ihr wahrscheinlich diese Dame am Telefon haben. Genau, oder den Tim. Oder den Tim. Ja, und in dem Sinne, sage ich mal, macht es gut. Wir laden jetzt mein Auto auf, dann müssen wir noch 400, wie weit war's? Ne, 400, ich glaube 58 Kilometer nach Hause fahren. Ja. In dem Sinne, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.